Was geht ab, meine Zuschauers, und willkommen zu einem neuen Lord Vlog. Nein, der Anblick täuscht nicht. Ich liege tatsächlich im Bett. Da ist der Beweis. Ich habe leider im Moment nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, deswegen mache ich das einfach mal so. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich mit euch in diesem Lord Vlog besprechen möchte. Zum einen ist halt, dass ja aktuell noch die Shorts-Testphase läuft und da bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Ihr könnt euch ja mal meine Shorts-Playlist auf meiner Startseite angucken. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und die Testphase für die Stream-Highlights, die startet für mich morgen. Und da werde ich euch auf jeden Fall auch noch so auf dem Laufenden halten, was da so kommen wird. Es sind einige Tage vergangen und ich kann mir ja bei dieser Lord-Vlog-Folge ganz besonders viel Zeit lassen, weil die ja wirklich sehr lang wird, aber auch in einem sehr großen Zeitraum entsteht. Und ich habe mir heute mal wieder was gekauft und da ist Bailey. Willst du was sagen? Ja, ich habe mir wie gesagt mal wieder was gekauft, weil ich mir einfach gedacht habe, so yo, es wird auf jeden Fall Zeit, mal wieder ein paar Produkte am Start zu haben für schlechte Tage. Und ja, da seht ihr auf jeden Fall, was ich gekauft habe. Der nächste Tag und heute ist was ganz Besonderes passiert. Und zwar habe ich ein neues Tattoo. Das werde ich euch jetzt aber noch nicht zeigen. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Auch im Verlauf dieser Folge auf jeden Fall noch. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, da ist Adrian erstmal. Und da ist Bailey und da ist das Paket, das ich jetzt aufmachen will. Ich filme nur Bailey, der ist spannender. Ja, meine Leute, das war ja auch lustig in der Lord-Vlog-Folge, wo ich gesagt habe, ja, wer ist wichtiger, ich oder Bailey? Alle in den Kommentaren, der Kater, der Kater, der Kater, der Kater. Ach so, übrigens, das Paket ist hier von dem guten Man of Cards und ich habe absolut keine Ahnung, was da drin ist. Ich bin immer noch für eine Bombe. Er hat zwar nur so eine komische Andeutung gemacht, aber ach, das ist echt. Riecht interessant, Baby. Captain Kätzchen. Ach, das ist ja süß. Da hat er mir so ein kleines Morpeko Plushie eingepackt. Guck mal, Lena, ist das nicht süß? Ja. Danke, Mann. Ehrenmann. So, mal gucken, was haben wir noch hier? Wir haben hier die Holo-Karte, die ich gezogen habe. Und noch ein paar Codes. Richtig nice. Die werden, werden wahrscheinlich dann im nächsten Stream verbraten. Dankeschön. Wir haben Samstag. Mein Sammlungsupdate-Video ist heute rausgekommen. Ich werde es euch irgendwie, glaube ich, nochmal verlinken, weil das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Aber ich habe heute ein großes Paket bekommen und das möchte ich jetzt aufmachen. Mal gucken, wie ich die Kamera platziere, aber was da drin ist, das solltet ihr auf jeden Fall sehen. So, und da haben wir meine Bestellung. Wir haben hier das Highlight dieses Paketes. 8 Booster von EX, Rubin und Saphir, die ihr ja auch auf meinem Kanal als Shorts sehen könnt. Und wir haben meine erste X-Bud V Shining Fates Collection, weil meine deutsche immer noch auf sich warten lässt auf Englisch. Und Leute, ihr wisst, was das heißt. Hier wird gleich aufgenommen. Es ist Sonntag und heute steht auf jeden Fall wieder ein paar Sachen an. Erstmal eine Entscheidung von mir und zwar die Stream-Highlights-Videos wird es am Donnerstag nicht mehr geben. Weil, ja, ich habe ja eine zweite kleine Testphase gestartet und mir sind zwei Probleme aufgefallen. Erstmal sind die Views wieder zu wenig, als dass ich mir da noch zusätzlich Stress machen würde. Und mir macht es auch nicht ganz so viel Spaß, die Videos zu machen. Mir macht es lieber im Spaß im Stream, das dann halt auszufechten und dann bei Gelegenheit vielleicht mal ein Highlight zu schneiden oder die Highlights hier einfach im Lord-Vlog zu zeigen. Und dann noch eine andere Sache, und zwar heute drehen wir das dritte Q&A. Wenn dieser Lord-Vlog rauskommt, werdet ihr es ja schon gesehen haben. Daher ist der Link in der Infobox und auf der Endcard. Und ich will euch mal ein bisschen zeigen, wie wir das Q&A drehen. Und
Da werdet ihr auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was sehen. Aber erstmal gibt es die Highlights aus dem gestrigen Stream. Oh. Mal gucken, ob du Punkte kriegst hier. Yes! Nein! Komm, es wird Zeit für deinen ersten Big Pull. Ah, sehr sehen, witzig, Dommel. Geil! Sehr gut, bisschen Waifu-Material hier. Also für mich jetzt nicht, aber für einige andere. No Hit. Ich sag Hits. Yo! Das ist bitter. Für mich. Und schon so krasse Punkte. Das ist jetzt mein Booster. Secret Rare! Nein! Sehr geil! Okay, Chanera als Reverse Rare. Not bad. Ein Punkt für mich. Und... Was? Nein! Ja! Wir haben es... Warte, letztes Mal hast du es gekriegt, dieses Mal krieg ich's auf mein Konto. Bei glänzendes Schicksal sind 10 Punkte Unterschied, nicht so wie bei anderen Reihen. Komm, ich sag's dir, du wirst jetzt was Orgel. In den Stream von Protag. Ja, da will ich auf jeden Fall rein. Ich will schaurige Herrschaft da sehen. Ich bin gerade drinne, die Quatsch. Was? Ja! Das zweite! Das zweite Mal! Shiny Glurak V-Max! Ja, wieder ein paar Tage später. Mein Rechner nervt mich schon wieder. Und es wird Zeit fürs nächste Giveaway. Beziehungsweise ich habe das jetzt vorbereitet. Das könnt ihr gewinnen. Die Teilnahmebedingungen stehen in der Infobox. Lest sie euch sorgfältig durch und ja, dann viel Glück auf jeden Fall. Es ist Montag und ich glaube, das ist eine der stressigsten Wochen überhaupt in meinem Leben. Ich versuche gerade echt alles unter einen Hut zu bringen. Mein Hauptjob, mein Nebenjob und die Finanzierung von meinem neuen Auto diese Woche, das ist echt viel. Aber ich habe hier mal wieder zwei Booster, die obligatorischen zwei Booster, die wir in jedem Lord-Vlog aufmachen. Das und ein Pixie in Holo. Nicht schlecht. Hashtag immerhin Holo. Klob und ein Kravell. Okay, die hat nicht gegönnt. Schade. Ja, es ist... Welcher Wochentag ist heute? Mittwoch, glaube ich. Und ich sehe das schon im Hintergrund. Da ist wieder ein nices Paket. Da ist was richtig Krasses drin, auf das ich mich mega freue. Leute, gebt euch einfach mal diese epische Box. Ich werde jetzt kurz mein Setup fertig machen. Und dann werde ich das direkt aufnehmen. So, Leute, ich habe jetzt gerade das Eevee Heroes Video aufgenommen. Und ja... Das Video wird es nicht auf dem Kanal geben. Ich hatte mich vorher so ein bisschen mit der Reihe beschäftigt, wusste, was man so ungefähr ziehen kann, was eine gute Box ist und was eine schlechte Box ist. Ich wusste, eine schlechte Box ist sehr unwahrscheinlich und trotzdem hatte ich eine davon. Und ich war in dem Video nachher am Ende so schlecht gelaunt, das werde ich nicht hochladen. Also Eevee Heroes, völlige Enttäuschung. Aber das heißt nicht, dass die Karten, die jetzt aus der Box kamen, schlecht waren. Versteht mich nicht falsch, die Karten sind wirklich sehr schön, alle beide. Aber da habe ich mehr erwartet, da bin ich ganz ehrlich. Und ein Video, wo ich am Ende nur noch frustriert bin, weil ich nichts gezogen habe, das will ich nicht hochladen. Von dir. Danke dafür, Lucifer. So, wir reagieren jetzt live auf Emre aka Protag. Der macht einen Boxbreak mit Schaurige Herrschaft. Ich bin auch reingejoint. Ich habe mir 4 Booster gegönnt. Und dann wollen wir mal sehen, ob das was gönnt. Der Mann weiß, wie man es macht. Der weiß, wie man es macht. Laut Espy und Tobi. Ja. Jetzt wird's interessant. Tobi Tornado. Jetzt wird's interessant. Komm, Leute. Ein Hit. Birdies und ein Hit. Glück, na, beim letzten Welt im Wandelbreak hat er auch die Secret Rare abgeräumt, Kimmo. Aber bei dem Break danach lief es echt schlecht. Mein erstes Booster, Schaurige Herrschaft. Da ist ein Hit, man hat es schon gesehen.
Vielleicht ist auch nur die Reverse, die du gesehen hast, Bully. Chris. Das kann auch nur die Reverse auch sein. Tobi geht raus mit einem Hit. Wuffels. Quaff. Und Tobi. Galalasho King V-Max. Sehr nice. King, so cool. Ist zwar jetzt keine meiner One-Karten, so aber geil. First Pack Magic. Ich hab einen Hit. Ich bin absolut zufrieden. Cool gewesen. Galalasho King in Reverse. Tobi, ich glaube, Galalasho King hat dich gern. Das ist bitte nicht. Wenn es jetzt noch als Holo kommt, dann würde ich mir Gedanken machen. Und? Voltolos als Holo. Also es war der Holo, aber es war nicht Galalasho King. Schmeckt. Und ich finde Voltolos mega cool gemacht. Ja, ist ein schönes Artwork. Boreos ist es. Formeo Regenform. Ah. Und Gardevoir in Reverse. Schöne Reverse Rare. Sieht mega stark aus. Nice Karte. Und hinter Gardevoir. Krass. Haben wir einen Hit oder nicht? Furial. Okay. Leider kein Hit. Aber was soll ich sagen? Eine V-Max und also eine Holo. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, weil First Pack Magic ist auf jeden Fall da gewesen. Und das gibt mir auf jeden Fall positive Vibes für Schaurige Herrschaft. Ihr werdet es ja mittlerweile schon gesehen haben. Ihr werdet wahrscheinlich schon erste Openings von Schaurige Herrschaft auf meinem Kanal gesehen haben. Und ja. Das waren meine ersten Booster, die ich gar nicht selber aufgemacht habe. Ich bin mega zufrieden. Es ist schon wieder einige Tage her, dass sich für den Lord Vlog was getan hat. Und ja, das Baby, das ist sein neuer Lieblingsplatz hier. Und zwar, Schaurige Herrschaft, der Release-Tag ist für mich morgen. Heute ist der 17.06. Und ich bin mega hyped, weil ich kriege nicht nur eins, sondern zwei Displays. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber ich denke, ich werde das so machen, dass ich ein Display in so ein paar Videos aufteile, so wie ich es eigentlich immer mache mit Displays. Und mit einem werde ich einen Opening-Livestream machen. Also tatsächlich einen echten Opening-Livestream. Das wird eine Premiere auf meinem Kanal und das wird richtig cool. Möchtest du das kommentieren? Wir haben Samstag. Ich sehe absolut scheiße aus, muss ich mal gerade sagen. Da hinten ist Bailey und da ist auch mein Stativ. Und da ist ein Paket, ein sehr besonderes Paket. Das ist von Lotti Cards. Und was da drin ist, das werden wir gleich sehen. Ich bin mega hyped, weil ich weiß natürlich, was da drin ist. Leute, checkt das ab. Mein erstes Display seit einer halben Ewigkeit. Schaurige Herrschaft ist da. Und wie ich bereits angekündigt habe, werde ich das in einem Livestream aufmachen. Für euch hat dieser Livestream schon stattgefunden. Für mich wird er jetzt dann irgendwann vermutlich heute noch stattfinden. Ich bin mega aufgeregt. Das wird cool. Hoffentlich ziehen wir die erste Alternative. Vielleicht packe ich euch mal ein paar Highlights rein. Mal gucken. Leute, mein zweites Display ist da. Also noch nicht ganz in meiner Wohnung, aber ich werde es mir auf jeden Fall nachher von der Post abholen. Und irgendwie sieht das hier wieder mal ziemlich scheiße aus. Also Ordnung ist nicht so meine absolute Stärke. Wir machen was, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und zwar mache ich jetzt eine kleine Zeitrafferaufnahme. Und los! Das Display, was ich mir jetzt gleich oder nachher eher holen werde, das ist aus dem Shop von dem guten Blue Ares. Hier irgendwo ist natürlich Hashtag Werbung eingeblendet. Der ist ein richtig cooler Dude und der hat auch immer ganz gute Preise in seinem Laden. Und ich finde auf jeden Fall, so einen kleinen Shop kann man auf jeden Fall mehr unterstützen als irgendwelche riesen Shops. Meine Sprache. Und da kommen gerade meine hässlichen Geschwister. Ich bin mitten in der Aufnahme für einen Lord-Vlog und Bailey ist begeistert. Ich hab dir Essen mitgebracht. Oh, das ist aber nett von euch. Jedenfalls Shop von Blue Ares, Link in der Infobox. Here it is, mein zweites Display von Schaurige Herrschaft. Ich habe mir ja im Livestream mit meinem ersten Display kein zu hohes Ziel gesucht. Ich wollte einfach nur ein paar coole Karten ziehen. Das ist irgendwie nicht so ganz passiert, wie ich das
gerne haben wollte. Aber mit dem zweiten, das zweite Display hat jetzt eine ganz klare Aufgabe. Und zwar das zweite Display die Aufgabe, es besser zu machen als das erste. Ich werde euch natürlich nichts aus den Openings zeigen. Eins habt ihr vergangenen Dienstag schon gesehen. Der Link ist auf der Endcard und unten in der Infobox. Schaut es euch auf jeden Fall an. Die anderen beiden kommen an den jeweils nächsten Dienstagen. Aber ich werde euch natürlich noch verraten, ob das Display insgesamt mehr gegönnt hat als das erste. Ich werde es jetzt hier einfach kurz einblenden. Das soll es dann auch erstmal für den Lord Vlog gewesen sein. Diese XXL-Folge ist vorbei. Die nächste wird natürlich wieder normal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall bei dem Giveaway mitmacht. Und wie gesagt, die Teilnahmebedingungen, die stehen in der Infobox. Lest ihr euch genau durch. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.